Herzlich willkommen zu einer kurzen Sequenz, knackigen Sequenz zum Thema Barworkout. Wir werden intensive Übungen machen für die Oberschenkel und Waden. Alles, was du brauchst, ist entweder ein Stuhl oder irgendwas zum Festhalten. Ja? Vielleicht in dieser Höhe, Tisch, Küchentisch, wie auch immer. Und Eva und ich turnen heute für euch, mit euch. Viel Spaß. Wir werden uns erstmal ein bisschen auf. Füße hüftgelenksbreit aufstellen und die Schultern kreisen. Und nochmal die Schultern kreisen. Und nochmal die Schultern kreisen. Und im Wechsel rechts und links. Kreis, 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 kreis. Und den Ellbogen dazu. Hip, hip, hip. Und der ganze Arm. Oh. Und bleib hier. Hebt die Arme, atme ein. Und senk ab. Genau, gut. Und ein. Und senk. Okay, beug die Knie und streck die Knie. Heb dein Brustbein. Senk ab. Letztes Mal bleib hier. Okay, und zieh die Seiten lang raus. Zieh und zieh und zieh. Zieh. Egal ob rechts und links zuerst. Einfach bewegen. Genieß das. Zieh dich lang. Okay, bleib hier. Und wir schwingen nach unten. Einfach schwingen. Schwingen. Bleib hier. Spann vor und lass fallen. Spann vor, und fall, zieh, zieh, und davon kann ich gar nicht genug kriegen. Mach noch viermal. Wichtig, deine Knie sind weich und du gehst so tief, wie es dir gut tut. Du kannst das klein machen oder du kannst das groß machen. Wisst ihr was? Wir machen noch mal vier. Und zieh, spann vor und fall. Jetzt Bauch innen, Bauch innen, oh. Bauch innen, oh. Bleib hier oben und senk die Arme ab. Gut, öffne die Beine weiter nach außen, große zweite und verlagere das Gewicht nach rechts und links.